geht's mit der Weltmeisterschaft der Gewichtheberinnen und Gewichtheber aus Istanbul. Die erste Entscheidung heute am 8. WM-Tag ist die der Damen in der Klasse bis 83 Kilogramm. Heute auch wieder mit deutscher Beteiligung, nämlich mit Monique Riesterer aus Lörrach, die mit einem exzellenten Wettkampf und viel Glück durchaus in die Nähe der Medaillen kommen könnte. Dies war der erste Versuch des Wettkampfes überhaupt von Desire Stenzel aus den USA, gelungen im Reißen mit 82,5 Kilogramm. Eine überragende Teilnehmerin dabei, nämlich Shu Chi Chen aus Taiwan, die höchstwahrscheinlich das Rennen hier machen wird, diese WM für sich entscheiden wird. Maria Urrutia aus Kolumbien, ebenfalls noch eine ganz heiße Kandidatin für die Medaillen. Die beiden werden wohl vorneweg segeln. Dahinter geht's recht eng zu. Von daher also heute ein spannender Wettkampf zu erwarten, zumal auch heute wieder keine Heberin aus der Volksrepublik China dabei ist. Und das heißt ja traditionell, bei dieser WM Weltrekorde wird es nicht geben, aber einen spannenden Wettkampf. Die anderen Damen halten sich alle noch zurück. So ist die Sarah Stenzel, die Amerikanerin, die 26-Jährige, gleich wieder an der Reihe mit ihrem zweiten Versuch. 5 Kilogramm mehr als beim ersten. 87,5 liegen auf der Hantel. Das war zu viel für die Amerikanerin. Der Sprung von 5 Kilogramm offensichtlich für sie so groß, zu groß. Sie wird sicherlich sofort noch einmal auf die Plattform kommen, direkt zu ihrem dritten Versuch steigern. Das ist ihr keinesfalls anzuraten. Zum zweiten Mal also heute bei dieser 8. Damen-WM eine Deutsche mit dabei, Steffi Stühler, ganz zu Beginn allerdings ohne Chance, und heute Monique Riesterer, eine sehr erfahrene Heberin, die bei der deutschen Meisterschaft im Oktober im Reißen 100 Kilogramm geschafft hat. Und diese Wettkampfstärke, die sie sich angeeignet hat in den vielen Jahren, in denen sie schon dabei ist, die ist sicherlich ein Fund, mit dem sie hier wuchten kann. Mit 90 Kilogramm, mit 90 Kilogramm will sie einsteigen. Vielleicht aber legt sie doch noch einiges zu. Doch soweit ist es noch nicht. Erst einmal wieder die Amerikanerin Stenzel. Ihr letzter Versuch, 87,5 Kilogramm, sind auf der Hantel. Mit einer enormen Kraftanstrengung schafft sie es, diesmal die Hantel hochzubekommen. Also hat sie den Sprung um 5 Kilogramm auf 87,5 doch noch geschafft. Wieder wird kräftig Eisen aufgeschraubt, die Gewichte werden erhöht. Für die nächste Heberin auf 90 Kilogramm wird es jetzt gehen.
Das ist Erika Takacsos, Ungarn, 25 Jahre alt. Sie hat immerhin eine Bestleistung von 210 Kilogramm im Zweikampf aufzuweisen. Und auch damit ist sie zu den starken Heberinnen in diesem Feld zu zählen. Das Feld in dieser Klasse sehr ausgeglichen. Zwar nicht ganz sauber, aber mit 2:1 Stimmen gültig. 90 Kilogramm für die Ungarin. Und offensichtlich taktiert auch Monik Riesterer wie so viele andere. Oder doch nicht, da ist sie. Doch, sie hat taktiert. Es ist mehr aufgelegt, 92,5 Kilogramm, also 2,5 mehr, als sie sich ursprünglich vorgenommen hatte. Bei der Europameisterschaft hat sie 95 Kilogramm geschafft, ist damit insgesamt Fünfte geworden. Aber einige der Damen, die davor ihr rangierten, sind in andere Gewichtsklassen gegangen. Ja, da freut sie sich. Das ist ein Einstieg nach Maß für Monik Riesterer. Und das lässt uns durchaus hoffen. Vielleicht sind die 100 Kilogramm ja durchaus drin im Reißen. Dass sie es kann, hat sie im Oktober bei der Deutschen Meisterschaft gezeigt. Drücken wir ihr die Daumen. Die Herren ja schon sehr erfolgreich. Bei den Damen mangels Teilnehmerinnen bisher noch keine Medaillen. Aus Frankreich kommt Marie-Line aus der Nähe von Bordeaux. 22 Jahre ist sie alt und sie steigt ebenfalls mit 92,5 ein. Die Französin zieht mit Monik Riesterer gleich. Allerdings Monik Riesterer sehr leicht für diese Klasse, ist ja auch aus der Gewichtsklasse darunter gekommen. Mit noch nicht einmal 80 Kilogramm bleibt sie weit unter dem Limit dieser Klasse. 83 Kilogramm wäre das ja. Erika Takacs aus Ungarn. Ihre Schwester hat gestern in der 76 Kilogramm Klasse dreimal Silber gewonnen. Ihre Schwester Maria. Das war ein Schrei, aber der hat nicht geholfen. Der Versuch nicht gültig für die Ungarin. Der Ausfallschritt sehr weit. Die Hantel hing sehr weit nach rechts bei Maria Takacs, der Ungarin. Ein ungültiger zweiter Versuch also für sie in diesem Wettbewerb der 83 Kilogramm Klasse im Reißen. Und sofort muss sie wieder raus zum dritten und letzten Versuch. 90 Kilogramm hat sie im ersten Versuch ja geschafft. Die sind übertroffen bereits, nämlich von der deutschen Monik Riesterer und der Französin Marie-Lee. Sie bleibt dahinter, sie bleibt bei 90 Kilogramm. Extrem viel Schwung hat sie da aufgebaut und den konnte sie nicht halten. Versucht dann zu korrigieren, nach vorne zu kommen. Aber dabei gerät die Hantel über den Körperschwerpunkt hinaus. Die türkische Teilnehmerin, noch sehr jung, Derta Agikoc. Sie hat nur etwas mehr als 77 Kilogramm, ist aus der Gewichtsklasse darunter heraufgekommen. Eigentlich war sie schon gestern
Wettbewerb erwartet worden. Aber mit 95 Kilogramm erst steigt die 17-jährige Heberin hier ein. Und bekommt die 95 Kilogramm auch hoch. Gültiger Versuch. Und das heißt, die junge Türkin in der 76 Kilogramm Klasse, immerhin Nummer 3 in der Weltrangliste, übernimmt die Führung. Ihr bestes Ergebnis bisher bei der EM in Rom. Anfang Oktober eben jene 95 Kilogramm im Reisen. Also das hat sie eingestellt. Um 5 Kilogramm hat Monique Riesterer gesteigert. Hier betritt sie für ihren zweiten Versuch die Plattform. 97,5. Sie ist die erste, die diese Marke angeht. Und das wäre wichtig, denn unter 100 Kilogramm, glaube ich, hat sie gar keine Chancen, in die Medaillenränge zu geraten. Allerdings, man muss auch ehrlicherweise sagen, für sie muss es nicht unbedingt eine Medaille sein. Ruhig stehen, Gewicht kontrollieren und da darf sie sich freuen. Klar gelungener Versuch, das war nach Maß. Die Taktik von Monique Riesterer geht bisher voll auf. Das ist schon eine Menge für sie. Aber im Endeffekt hat sie es doch noch recht sicher geschafft. Das gibt Hoffnung. Und wie eben zieht die Französin, zieht Marilyn nach. Auch sie hat, wie Monique Riesterer, 92,5 geschafft im ersten Versuch und nun für den zweiten 5 Kilogramm mehr auflegen lassen. Aber sie beißt sich daran die Zähne aus. Im Moment also Monique Riesterer allein in Führung. Zwei Heberinnen allerdings waren bisher noch gar nicht draußen, haben noch keinen Versuch. Nämlich die beiden Favoritinnen Xu Chi Chen aus Taiwan und Maria Isabel Urrutia aus Kolumbien. Konzentration bei Marilyn. Aus der Nähe von Bordeaux kommend. Sie hat noch eine Chance, die 97,5 Kilogramm zu bewältigen. Aber sie würde, auch wenn sie es schaffte, auf jeden Fall hinter Monique Riesterer bleiben, aufgrund des höheren Körpergewichtes. Derta Acigoc, die Türkin, auch noch draußen. Auf die muss Monique Riesterer natürlich auch noch aufpassen. Und dann die beiden, die noch nicht da waren. Sie steht nicht sicher, hat gezittert, musste korrigieren, aber trotzdem wird der Versuch gültig gegeben. Im letzten Versuch schafft sie die 97,5, das ihr Endergebnis. Aber sie bleibt damit hinter Monique Riesterer auf jeden Fall, denn die hat ja das auch schon geschafft und ist aber leichter als ihre französische Konkurrentin. Platz 4 also ist Monique Riesterer auf jeden Fall schon sicher. Mit Glück und Können kann es noch Bronze werden. Da wird sie sich mit der jungen Türkin einen Zweikampf liefern. Ob sie die beiden starken Damen in diesem Feld angreifen kann, das wage ich denn zu bezweifeln. Als da wären zum Beispiel Xu Chi Chen aus Taiwan, die mit 100 Kilogramm beginnt. Die ganz locker meistert. Ah.
Hier noch einmal. Sauber und sicher. Steht wie eine Eins. Und das ist die Kolumbianerin. Maria Isabel Urrutia. 29 Jahre schon alt. Aber bärenstark. Sie wird mit der Taiwanesin um Gold kämpfen. Kolumbianerin allerdings etwas leichter, von daher im Vorteil. Die Taiwanesin muss sich schon echt übertreffen. Urrutia ähnlich sicher wie zuvor Chen, die Taiwanesin. Beide werden also ihrer Favoritenrolle hier zunächst einmal gerecht und es wird spannend werden. Dachta Atsigosh aus der Türkei, ihr zweiter Versuch, 95 Kilogramm hat sie im ersten geschafft. Sie würde Monique Riesterer damit übertreffen. Und sie ist auch leichter als Monique Riesterer. Aber die 100 schafft sie nicht. Noch also die Deutsche auf dem Medaillenrang. Nach dem, was sie bisher gezeigt haben, muss man davon ausgehen, dass Chen und Urrutia die 100 Kilogramm noch übertreffen werden. Also geht's jetzt um Bronze. Sie will erstmal die 100 vorlegen, die Monique Riesterer, die damit, wenn sie es denn schafft, einen hervorragenden, einen erstklassigen Wettkampf zeigt. Auch sie scheitert an den 100 Kilogramm, zuckt mit den Armen, sagt, das ging nicht. Aber es ändert im Prinzip auch nichts. Entweder die Türkin schafft die 100, dann ist sie, steht sie so oder so vor der Deutschen, wegen des geringeren Körpergewichts. Oder sie schafft sie nicht, dann ist sie auf jeden Fall hinter der Deutschen, weil sie im ersten Versuch natürlich nur 95 Kilogramm geschafft hat. Da geht sie gerade an ihrer direkten Konkurrentin vorbei. Schafft sie jetzt die 100 Kilogramm, die Türkin, dann hat sie Bronze. Schafft sie es nicht, dann hat Monique Riesterer aus Lörrach auf jeden Fall schon die Bronzemedaille sicher. Kilogramm auf der Hand. Und da steht sie, die Arme ausgestreckt und obendrauf die Hantel mit 100 Kilogramm. Bronze geht auf jeden Fall an Dachta Atsigosh aus der Türkei. Monique Riesterer muss sich mit Platz 4 begnügen. Marilyn, die Französin, fünfte mit der gleichen bewältigten Last wie Monique Riesterer, 97,5, aber höherem Körpergewicht. Aber nun, Chen Shu Shi. Zweiter Versuch für die Taiwanesin. 102,5 Kilogramm auf der Hantel. Dieses Mal muss sie mehr kämpfen. 105 Kilogramm. 105 Kilogramm waren das gar. Damit hat sie natürlich schon einmal sich einen Vorsprung herausgearbeitet. Und Maria Isabel Urrutia muss jetzt nachziehen. Das macht sie natürlich.
Sie ist leichter, die Kolumbianerin. Und das heißt, sie übernimmt mit diesem gelungenen Versuch wieder die Führung. Es ist ein Zweikampf um Gold und Silber. Xu Chi-Chen aus Taiwan wirft einen Blick auf die Uhr, noch etwas mehr als 50 Sekunden. Ihr dritter und letzter Versuch, 107,5 Kilogramm hat sie auflegen lassen. Damit steht die Reihenfolge fest. Die Taiwanesin bleibt bei 105 Kilogramm. Das hat auch Maria Isabel Urrutia, die Kolumbianerin, schon geschafft, die aber leichter ist als ihre taiwanesische Konkurrentin. Also auf jeden Fall schon die Goldmedaille sicher hat. Sie spart den Versuch trotzdem nicht, geht raus, um die angekündigten 107,5 zu heben. Und auch sie schafft's nicht. Da ärgert sie sich, aber hat sie eigentlich keinen Grund zu. Sie ist die neue Weltmeisterin im Reißen in der Klasse bis 83 Kilogramm vor Xu Chi-Chen aus Taiwan. Beide haben 105 Kilogramm geschafft. Die Entscheidung über das geringere Körpergewicht. Platz 3 an die Türkei. Noch immer an vor dem Stoßen, vor der zweiten Disziplin. Auch die Jury hat noch nicht wieder Platz genommen. Im Reißen ist es ja ziemlich schnell gegangen bei den Damen. Der Zweikampf, ihn werden wir gleich auch wieder erleben im Stoßen. Zwei Zweikämpfe gibt es eigentlich an der Spitze, nämlich den zwischen Xu Chi-Chen aus Taiwan und Maria Isabel Urrutia aus Kolumbien um Gold und Silber und den Zweikampf zwischen der Türkin Nacigoc und der deutschen Monik Riesterer um die Bronzemedaille. Auch das werden wir sicherlich gleich wieder erleben. Beide Pärchen jeweils mit etwa gleichem Leistungsvermögen. Da hängt es dann von der Tagesform ab, auf jeden Fall. Wer welche Medaille und ob überhaupt holt. Monik Riesterer im Reißen hat sie Edelmetall knapp verfehlt als Vierte. Pech für sie, aber es war ja von vornherein klar, es ging für sie nicht unbedingt um eine Medaille. Die konnte sie nur mit einem guten Wettkampf holen, denn dazu bräuchte sie auch noch die Mithilfe anderer Konkurrenten, die eventuell ausgefallen wäre. Für ihre Verhältnisse ist sie sehr, sehr weit gekommen. Das steht auf jeden Fall fest. Und schon geht's wieder weiter. Erneut ist die Amerikanerin Stenzel, die den Wettkampf eröffnet mit 102,5 Kilogramm. Die 26-Jährige, sie hat hier keine Chance, in die Medaillenränge einzugreifen. Schon im Reißen hat sie mit 87,5 den siebten und damit letzten Platz in dieser Gruppe belegt. Am
Aber wie eben im Reißen, so beginnt sie auch hier im Stoßen den Wettkampf mit einem gültigen Versuch, immerhin. Wird die Amerikanerin auch im Stoßen sofort zu ihrem zweiten Versuch wird herauskommen müssen. Monique Riesterer wollte mit 110 Kilogramm einsteigen hier im Stoßen. Die Türkin Derta Acigoş will aber sofort für ihren ersten Versuch 10 Kilogramm mehr gar nehmen. Konzentration bei Desire Stancil aus den USA. Gemeldet ist sie mit einem besten Zweikampfergebnis von 202,5 Kilogramm. Davon allerdings scheint sie hier weit entfernt zu bleiben. Allerdings diese Melderesultate, die auch für die Gruppeneinteilung maßgeblich sind. Etwas seltsam. Wie im Reißen steigert sie auch im Stoßen sofort um 5 Kilogramm auf 107,5. Dieses Mal aber ein geglückter, ein gültiger zweiter Versuch für die Amerikanerin, die damit weiter im Wettkampf bleibt und sich so doch noch etwas steigern kann, um ihr Leistungspotenzial in etwa auszuschöpfen. Französin Marie Lien ist aufgerufen. Auch sie wollte, aber zunächst einmal die Ungarin Erika Takac. 110 Kilogramm liegen bei ihr auf der Hantel. Das war auch ihr gemeldetes Einstiegsgewicht. Gültiger Versuch, dass das die Führung ist, ist im Moment mehr oder weniger belanglos. Ich gehe mal davon aus, Monique Riesterer wird auch hier noch etwas erhöhen.
nicht mit den angekündigten 110 Kilogramm einsteigen. Marilyn, die Französin, dagegen beginnt mit 110. Sie hat ja im Reißen das gleiche Ergebnis geschafft wie die Deutsche, liegt nur wegen des Körpergewichts hinter ihr. Also auf die muss Monique Riesterer auch im Zweikampf noch aufpassen. Sie brauchte etwas, bis sie sicher und ruhig stand, aber dann stand sie. Und deswegen gültiger Versuch für die Französin. Isaiah Stanzel aus den USA mit ihrem dritten und letzten Versuch. 110 Kilogramm. Damit käme sie im Zweikampf auf 197,5 Kilogramm. Das wäre dann so in etwa auch ihr Leistungspotenzial durchaus. 5 Kilogramm mehr hat sie schon mal geschafft, aber man schafft es natürlich nicht immer, ausgerechnet bei der WM, die Bestleistung zu bringen. Verabschiedet sich vom Publikum in Istanbul mit einem Fehlversuch. Für sie bleibt es bei den 107,5 und 195 Kilogramm im Zweikampf. Kein Ergebnis, mit dem sie nur in die Nähe der Medaillen käme. Neue Gewichte auf der Hantel, 112,5 für Monique Riesterer. Aus Lörrach, die deutsche Meisterin, die sich im Reißen ja sehr, sehr stark gehalten hat und mit dem vierten Platz wirklich sehr zufrieden sein kann. Exzellente Leistung, auch wenn sie die 100 Kilogramm am Ende nicht geschafft hat. Nun aber 112,5, erster Versuch. Tiefes Durchatmen ist angesagt. Guter Einstieg für sie, ein gültiger, ein klar gültiger Versuch. Bei der deutschen Meisterschaft hat sie 115 geschafft. Bei der EM Anfang Oktober gar nur 110. Also ihre EM-Leistung hat sie auf jeden Fall schon übertroffen. Marilyn, die Französin, steigert auf 115 und neben den beiden Großen war ja auch die Türkin noch nicht draußen. Ungültiger Versuch, drei rote Lichter tauchen da jetzt auf für sie, bleibt bei den 110 Kilogramm. Marilyn, sie wird sofort noch einmal für ihren dritten Versuch auf die Plattform kommen. Im dritten Versuch, da muss sie es besser machen. Die Marilyn aus Frankreich, aus der Nähe von
Bordeaux. Im Hintergrund die Deutsche, der der Luft zugefächert wird, wird der französische Trainer beschwörend auf seinen Schützling, auf Marilyn, einspricht. Letzter Versuch über 115 Kilogramm. Sie hat ja das gleiche an gehobenem Gewicht im Reißen geschafft wie Monique Riesterer. Das heißt, wenn sie die 115 jetzt macht, dann muss Monique Riesterer zumindest nachziehen, um im Zweikampf nicht hinter die Französin zurückzufallen. Allerdings die Deutsche, sie hat ja noch zwei Versuche in diesem Wettkampf im Stoßen. Erst drohte sie wieder zur Seite wegzufallen, aber dann fing sie sich ab. Die 115 schafft sie. Und damit geht sie zunächst einmal bei diesem Wettkampf in Führung. Das allerdings hat noch nicht unbedingt allzu viel zu sagen. 212,5 Kilogramm ihre Leistung im Zweikampf. Monique Riesterer hat im Moment 2,5 Kilogramm weniger, 210, wird aber nicht nur mit der Französin gleichziehen, sondern wird versuchen, sie auch zu überholen. Denn sie muss ja noch an die Türkin denken, die im Reißen vor ihr liegt. 2,5 Kilogramm und ein Platz. Hier kommt sie, die junge 17-jährige Derta Gigosch. 117,5, ihr erster Versuch. Es wird schwer für Monique Riesterer, hier an eine Medaille ranzukommen. Denn die Türkin, die 17-Jährige, sie startete sehr, sehr stark mit ihren gestoßenen 117,5 Kilogramm. 5 mehr als bisher bei Monique Riesterer zu Buche stehen. Die hat zwar noch 2 Versuche, aber ob das klappt, das wird sehr, sehr schwer. Drücken wir ihr die Daumen. Sie zieht gleich, damit wird sie hinter der Türkin liegen, die ja etwas leichter ist. Aber man darf sich auch nicht überfordern. Immerhin schon für sie eine Steigerung um 5 Kilogramm gegenüber dem ersten Versuch auf 117,5. Alle Kraft reingelegt, aber es hat nicht gereicht. Und sie muss sofort noch einmal herauskommen. Das heißt, sie kann allenfalls, ich glaube nämlich nicht, dass sie noch zulegt, dass sie auf 120 steigert. Sie kann allenfalls noch mit der Türkin gleichziehen und vorausgesetzt, dass die beiden Großen, so will ich sie mal nennen, Titelverteidigerin Xu Jichen aus Taiwan und Maria Isabel Urrutia aus Kolumbien, das übertreffen wird. Die Deutsche wird Monique Riesterer dann ohne Medaille bleiben. Aber sie spielt alles oder nichts. Sie erhöht. Sie will also die Medaillen angreifen. Das Risiko für Monique Riesterer allerdings sehr, sehr hoch. Erika Takac, ihr zweiter Versuch.
120 Kilogramm müssten nun auf der Hantel sein. Erika Takac, Ungarn, 25 Jahre, scheitert im Ansatz an den 120 Kilogramm, hat einen mutigen Sprung um 10 Kilogramm gemacht. Berta Asigüş aus der Türkei. Nun mit ihrem zweiten Versuch 120 Kilogramm. Wenn sie das schafft, ist es für Monique Riesterer praktisch unmöglich, noch eine Medaille zu gewinnen. Die beiden Großen kommen noch, die lassen wir einmal außen vor. Letzten Kraft stand sie da, musste schon die Augen schließen. Der Kreislauf macht dann ja erhebliche Probleme, aber die Anstrengung lohnte sich. Goodlift, drei weiße Lichter, gültiger Versuch für die 17-Jährige. Das heißt, Monique Riesterer hat praktisch keine Chancen mehr auf Edelmetall, denn sie müsste dann ja schon auf 122,5 steigern. Der Sprung wäre wirklich zu groß. Aber jetzt muss sie die 120 auf jeden Fall machen. Sonst fällt sie auch noch hinter der Französin, hinter die Französin Marilyn zurück. Nicht nur im Stoßen, sondern auch im Zweikampf. Oh, schwer ist für die deutsche Meisterin aus Lörrach. Sie ist verzweifelt, sie ärgert sich. Sie hat alles gegeben, hat sehr hoch gepokert, alles auf eine Karte gesetzt. Tja, und da wird sie getröstet. Sie wollte ganz, ganz weit nach oben. Sie wollte ganz, ganz weit nach oben, hat alles versucht. Und gerade dadurch fällt sie nun auch noch zurück. Für sie bleibt es bei 112,5. Ein eigentlich sehr gutes Ergebnis für sie. Und 210 Kilogramm im Zweikampf. Aber das reicht allenfalls zu Platz 4. Erika Takac scheitert ein zweites Mal an 120 Kilogramm. Für sie also 110 aus dem ersten das Ergebnis und genau 200 im Zweikampf. Damit liegt sie in beiden Kategorien hinter Monique Riesterer. Drei Heberinnen noch im Wettkampf, nämlich Derta Asigüş, die Türkin, und die beiden großen Titelverteidigerin Chen und die Kolumbianerin Orutia. Der dritte und letzte Versuch für die Türkin, die aber auf jeden Fall mit 120 im Kilo im Stoßen und 220 im Zweikampf. Nein, nicht für die Türkin, sondern für den ersten Versuch von Shuji Chen. Der ist jetzt angesagt und es sind 125. Also die Türkin hat auch noch mal gesteigert, obwohl sie Bronze auf jeden Fall schon sicher hat. Sicher von Shuji Chen, die eigentlich mit 132,5 anfangen wollte. Das wäre eine Ausgangsposition gewesen, um den Weltrekord zu attackieren. Das wäre genau der Weltrekord sogar gewesen.
Aber das war dann wohl doch ein etwas zu mutiges Unterfangen oder vielleicht auch ein Missverständnis. Monique Riesterer im Zweikampf Fünfte. Vierte ist dort nämlich die Französin Marilyn mit 2,5 Kilogramm mehr. Und genauso sieht es auch aus im Stoßen. Aber jetzt beginnt der große Zweikampf um Gold. Maria Isabel Urrutia, erster Versuch, 127,5 Kilogramm. Auch sie schafft einen gültigen Versuch. Sie muss ja eigentlich nur immer mitziehen mit der Titelverteidigerin Chen, die im vergangenen Jahr in Melbourne bei der WM alle drei Titel gewonnen hat. Reißen, Stoßen und Zweikampf. Den im Reißen hat sie schon verloren. Und nach dieser Vorstellung von Maria Isabel Urrutia wird es für sie sehr schwer, die beiden anderen Titel noch zu verteidigen. Monique Riesterer nach dem vierten Platz im Reißen, zwei fünfte Plätze hier im Stoßen und im Zweikampf mit einer allerdings für sie sehr ordentlichen Leistung von 210 Kilogramm im Zweikampf. Zweiter Versuch für Xu Qichen. 130 Kilogramm auf der Hantel, 130,5 gar, das ist eine neue Weltrekordmarke. Sie wackelt etwas, aber dann steht sie. Eigentlich müsste das gültig gegeben werden. Wird's auch. Neuer Weltrekord für die Titelverteidigerin. Für Xu Qichen aus Taiwan, die Bestmarke der Griechin Panayota Antonopoulou von 130 Kilogramm, aufgestellt im September dieses Jahres, um ein halbes Kilogramm verbessert und damit den Zweikampf wieder sehr, sehr spannend macht. Die Griechin, die Ex-Weltrekordlerin, muss man jetzt ja sagen, sie ist gestern schon in der 76-Kilogramm-Klasse gestartet, hat dort im Stoßen alles in Grund und Boden gehoben und damit auch im Zweikampf. Sie zieht nur nach 130 Kilogramm. Die Einstellung des Weltrekords interessiert sie nicht. Sie interessiert die Goldmedaille. Und zwei Goldmedaillen hätte sie, schafft sie die 130. Sie schafft die 130 Kilogramm und damit liegt sie in beiden Kategorien im Stoßen und im Zweikampf wieder vor der Taiwanesin. Denn angerechnet werden für den Wettkampf nur die durch 2,5 teilbaren Lasten, das wird also dann abgerundet. Das wäre in diesem Fall für beide 130 Kilogramm im Stoßen. Damit wären beide auch bei 235 im Zweikampf. Maria Isabel Urrutia ist aber die leichtere der beiden und hätte damit zwei Goldmedaillen. Aufgrund einer ähnlichen Situation hat ja auch Mark Huster sein Gold im Stoßen gegen den Türken Bülüt gewonnen, der eigentlich ein halbes Kilogramm mehr geschafft hatte und damit Huster den Weltrekord weggenommen hatte. Huster trotzdem mit Gold. 130 Kilogramm. Sie ist mutig. Sie ist mutig, aber sie kann jetzt natürlich auch sehr mutig sein. Die Türkin, Dertha Asigöz. 120 hat sie geschafft. Im zweiten Versuch. Bronze ist ihr auf jeden Fall schon sicher. Sie ärgert sich, denn wäre es bei den 130 Kilogramm für alle geblieben, hätte sie gar wegen des geringeren Körpergewichtes die Goldmedaille gehabt. So aber bleibt es bei den 120 und ihrer zweiten Bronzemedaille dieses Tages.
Im Zweikampf sind es 230 Kilogramm und damit ebenfalls ganz sicher die Bronzemedaille. Denn die viertplatzierte Marilyn aus Frankreich hat nur 212,5 Kilogramm. Der letzte Versuch für Chen. Das wäre natürlich wieder ein neuer Weltrekord. Damit würde sie gleichzeitig den Zweikampfweltrekord ihrer Landsfrau Chang Qiliao egalisieren. Die schafft sie nicht. Es bleibt bei ihren 130,5. Weltrekordlerin ist sie damit. Sollte Maria Isabel Urrutia das nicht mehr übertreffen. Weltmeisterin aber auf keinen Fall. Sie kassiert die Silbermedaillen 2 und 3 mit 130 anrechenbaren Kilogramm fürs Stoßen und 235 Kilogramm für den Zweikampf. Nun, da sie schon dreifache Weltmeisterin ist, kann Maria Isabel Urrutia, die 29-jährige Kolumbianerin, eine Veteranin, natürlich auch um den Weltrekord kämpfen. 132,5 Kilogramm Gold hat sie schon. Und jetzt hat sie auch den Weltrekord. Sie schlägt die Titelverteidigerin, die alle drei Goldmedaillen verliert. Nicht nur wegen des Körpergewichtes, sondern auch um echte 2,5 Kilogramm. Neue Weltrekordlerin im Stoßen mit 132,5 Kilogramm. Und im Zweikampf stellt sie mit 237,5 Kilogramm die Bestleistung, die Weltbestleistung von Chang Qiliao ein. Silber in allen drei Kategorien an die erfolglose Titelverteidigerin an Chu Chi Chen aus Taiwan. Bronze in allen drei Kategorien an die junge Türkin Dehta Sigösch. Monique Riesterer mit einem insgesamt befriedigenden Ergebnis. Betrachtet man den Verlauf des Wettkampfs, vierter Platz im Reißen und fünfter Platz im Stoßen und im Zweikampf. Das lässt sich sehen.